Ja, meine Damen und Herren, als Wirtschaftsethiker trete ich natürlich für eine faire Wirtschaftsordnung ein. Übrigens bin ich auch Ökonom von Haus aus. Faire Wirtschaftsordnung, das heißt, alle sollen auf dem Markt möglichst gleiche Chancen haben. Niemand soll durch leistungsfreie Privilegien bevorteilt sein. Davon ist die real existierende Marktwirtschaft natürlich weit, weit entfernt. Die Folgenreform ist kein Allheilmittel. Sie kann zwar nicht alle Probleme lösen, aber sie beseitigt einen grundlegenden Systemfehler. Dieser besteht darin, dass unser Geldsystem, Herr Mastronardi hat es schon in anderen Worten formuliert, bisher nicht konsequent als eine öffentliche Infrastruktur, eine Grundlage, eine Voraussetzung zur Versorgung der Volkswirtschaft mit einem sicheren und stabilen Zahlungsmittel ausgestattet ist. Heute ist die Geldschöpfung weitgehend den Geschäftsbanken überlassen, also privatwirtschaftlichen Renditeüberlegungen und Risikokalkülen unterworfen. Die Rangordnung ist verkehrt. Und daraus ergibt sich mein Leitsatz auf dieser ersten Folie. Es geht darum, die öffentliche Geldversorgung der Volkswirtschaft durch die Nationalbank und die privatwirtschaftliche Kreditvergabe durch die Geschäftsbanken sauber zu trennen. Beides ist heute in fataler Weise verquickt und deshalb dominiert die Finanzwirtschaft zunehmend über die Realwirtschaft. Das Privileg der Banken in Form der Kreditvergabe private Geldschöpfung zu betreiben, ist ein Problem. Ja? Es kommt nämlich einer verdeckten Subvention gleich. Das bewirkt eine selten beachtete, aber gewaltige Verzerrung der Wettbewerbschancen. Normale Marktteilnehmer können ja nur Geld ausgeben, das sie wirklich haben oder das ihnen ein Finanzinstitut nach strenger Prüfung ihrer Kreditfähigkeit gegen Verzinsung ausgeliehen hat. Banken hingegen benötigen nur eine minimale Kapitalunterlegung. Effektiv sind es heute nur etwa 3%, für die Zukunft sind vielleicht 10% angepeilt, 5% Leverage und 5% Bail-in-Kapital, das ist etwa so die Zielrichtung. Auf dieser immer noch dünnen Basis können Sie mit selbst kreiertem Geld, Giralgeld, ihr Geschäft ausdehnen und zum Beispiel Eigenhandel mit sogenannten Finanzprodukten betreiben, Immobilien oder Wertpapiere kaufen. Das trägt wesentlich zu Spekulationsblasen im Immobiliensektor und auf den Finanzmärkten bei. Die Nationalbank kann dem nicht sehr wirksam begegnen, denn sie hat die Geldmengenkontrolle weitgehend verloren. Und auch ihre Leitzinsvorgabe greift in Zeiten der Null- oder Negativzinsen kaum mehr. Nach der Vollgeldreform können auch Banken nur noch mit Geld arbeiten, das ihnen von den Sparern und oder von der Nationalbank verzinslich zur Verfügung gestellt wird. Die Geldmengen- und Zinspolitik der Nationalbank kann damit Konjunktur und Wachstum wieder vermehrt im Gesamtinteresse des Landes steuern und dafür sorgen, dass weder Kreditverknappung noch Kreditschwemme eintreten. Im Rahmen der geldpolitischen Vorgaben bleibt notabene, es ist auch schon gesagt worden, die Kreditvergabe an die Realwirtschaft, an die Bürger und an den Staat die ausschließliche Aufgabe des privaten Bankensektors. Wer gleichwohl das Gespenst der Verstaatlichung der Kreditwirtschaft durch die Folgeinitiative an die Wand malt, hat offenbar den entscheidenden Ansatzpunkt dieser Initiative nicht verstanden, eben die systematische Trennung von öffentlicher Geldversorgung und privater Kreditvergabe. Ein
Na, ich bin schon eins zu weit. So, ein zweites fatales Symptom des Fehlers im Geldsystem ist das Too Big to Fail Problem der schweizerischen Großbanken. Es wird mit der Vollgeldreform ursächlich und daher, meine ich, elegant gelöst. Private Banken mit überdimensionierten Bilanzsummen, denken Sie dran, UBS und Credit Suisse haben zusammen zeitweise das 6- oder 7-fach des schweizerischen BIPs in ihren Bilanzen gehabt. Solche Banken, die sich verspekuliert haben, sind ja überall mit öffentlichen Mitteln gerettet worden, um Schlimmeres, nämlich den Zusammenbruch des volkswirtschaftlichen Blutkreislaufs, also des Zahlungsverkehrs, zu verhindern und um die Guthaben der Bürger und der Firmen zu retten. So wurden und werden trotz vielfältigen, aber unzureichenden Versuchen der Bankenregulierung die Steuerzahler in Geiselhaft genommen. Im Vollgeldsystem ist es nicht mehr nötig, Großbanken um jeden Preis vor dem Konkurs zu retten. Ein Bankrun droht ja nicht. Die Vollgeldguthaben auf den Zahlungsverkehrs- oder Transaktionskonten fallen nicht mehr in die Konkursmasse. Sie werden von der Nationalbank garantiert und von den privaten Banken nur im Sinne einer Dienstleistung verwaltet, aber außerhalb der Bankbilanzen geführt. Ist es denn nicht viel klüger und marktwirtschaftlich konsequenter, auf diese Weise unmittelbar die Kundengelder zu sichern, statt strauchelnde Banken zu retten? So entfällt die bisherige Geiselhaft der Steuerzahler für die Geschäfte der Banken und die Banken- und Finanzmarktregulierung wird wesentlich, nämlich ursächlich, vereinfacht. Die völlige Sicherheit des Vollgeldes gilt genau genommen nur, solange dieses auf zinslosen Zahlungskonten liegt. Wer sein Geld zinstragend anlegen möchte, der kann es den Banken auf Spar- oder Anlagekonten als Darlehen für deren Kredit- und Investmentgeschäft zur Verfügung stellen. Das damit eingegangene Risiko werden die Banken den Sparern transparenter als bisher darlegen und differenzierter abgelten müssten. Denn die Sparer, die erhalten ja die Option, im Zweifelsfall ihr Geld auf dem sicheren Vollgeldkonto ruhen zu lassen, soweit sie jedes Risiko vermeiden möchten. Die Sparer werden dadurch gegenüber den Banken unabhängiger, sie kommen in eine stärkere Stellung. Das fördert ein sorgfältiges und solides Geschäftsgebaren der Banken und es sorgt für die faire Beteiligung der Sparer an den Erträgen ihrer Spargelder. Dankeschön.